Ja, dann schauen wir uns mal gemeinsam den Teig an. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Ha! Der sieht doch mal ganz gut aus. Ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Tja, da so haben wir unseren Schmalzkuchenteig. Tja, in flüssig, Leute. Bisschen aufrühren. Und dann können wir auch gleich weitermachen. Ich schalte jetzt die Fritteuse ein auf 175 Grad, dass die gleich mal aufheizt. So, dann werden wir jetzt unsere Küchlein machen. Und die ja, in Mehl tauchen. Ich bin ja gespannt, ob das funktioniert, Leute. Nee. Das Zeug ist schon noch ziemlich feucht. Durch den Apfel, mein Schatz. Der macht immer ein bisschen Mehl drunter. Ja, tun wir mal noch ein bisschen Mehl rein. Aber das verrühre ich jetzt anders mit dem Rührgerät. Ich sagte ja schon, das Ganze ist etwas experimental heute. So ist auf alle Fälle besser. Wir hätten eigentlich danach gleich in die Fritte sollen. Da warten wir noch hier einen Augenblick, bevor wir hier mit Mehl und Dings, weil sobald ich die geformt habe, ins Mehl habe, kommen die dann gleich in den Teig rein und dann in die Fritte. Aber ihr habt es ja jetzt schon einmal gesehen. Das bereite ich dann vor. Also Leute, ich weiß schon, warum ich mir eigentlich eine gute Fritteuse, eine teure kaufen wollte. Ich habe es auf 175 Grad eingestellt. Und wir haben jetzt gerade mal, gerade waren es 120, 100, 140, 100, knapp 130 Grad. Bisschen drüber. Und da leuchtet schon das grüne Lichtel, dass man das Frittiergut reintun kann. Oh, gut, dass ich das Thermometer habe. Also, das ist halt an den Billigfritteusen, dass die einen falsch anzeigen. Ja, jetzt ist das grüne Licht wieder ausgegangen. Also mit der Temperatur selber überwachen. Bei Billigfritteusen. Aber es ist einmal jetzt einfacher und angenehmer, als mit dem Topf zu arbeiten. So Leute, zuerst einmal, Billigfritteuse ist eine Katastrophe. Bis wir da jetzt einmal eine Temperatur drauf kriegen, katastrophal. Gut. Spatzel fängt gerade da drüben an. Reicht schon. Ich wollte jetzt nur die... Ja, passt schon. Decken machen. So. Ist überall schön. Gib her. Dann tauchen wir unser Küchle da rein. Mach gleich den nächsten, bitte. Schauen, dass das Ding komplett befüllt ist. Ja. Was ist mit dem Teig? Oh, Leute. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie hinbringen, so wie ich mir das vorstelle. Ja, die sind einfach zu weich und zerfallen schon.
jetzt schauen wir mal. Dann brauche ich wieder das Teil hier. Nee, die zerfallen. Schmeiß ich trotzdem rein. Wart noch. Das probieren wir jetzt hier einfach mal aus an den beiden. Also knapp 170 Grad. Licht anmachen. Jetzt ist heller, gell? Knapp 170 Grad haben wir jetzt mit dieser Fritte zusammengebracht. Ah, Mann. Könnte ja doch was werden, halbwegs. So. Eine herrliche Sauerei, Leute. Eine herrliche Sauerei auf alle Fälle. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze wird. Wir wollen es auf alle Fälle goldbraun frittieren. Ich um den Feigling. Was sagt mein Öl? Das ist mal ganz schön abgesunken. Also ich glaube, die Fritteuse bringen wir wieder zurück. Die kommt morgen nochmal bei einem anderen Video im Einsatz und dann geht das Ding zurück. Das ist ja unter aller Kanone. Mit dem Teil kann man ja nicht vernünftig arbeiten. Das ist ja mit dem Topf noch einfacher. Also wenn die Fritte die Temperatur bei 160 oder 170 Grad, was wir fast gehabt haben, kalten hätte, wären wir jetzt schon fertig. Ja, so langsam werden sie. So, dann nehmen wir jetzt mal die ersten zwei raus zum Probieren. Ein bisschen abtropfen lassen. Wenn wir schon beim Experimentieren sind, dann schmeiße ich noch eine Banane in den Teig rein. Dass du auch noch eine kriegst, mein Engelchen. Ja, und dann würde ich mal sagen, solange das Zeug noch frittiert, machen wir jetzt das Probiererle von unserem Küchler. Bratapfelküchle und genau. Und die Banane sehen wir dann hinterher beim Probieren. So katastrophal sehen die Küchle gar nicht aus. So Leute, und hier sind sie, unsere frittierten Bratapfelküchle. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das schmeckt. Vorsichtig bitte. Aha. Heiß schmeckt's. Noch nicht alles erreicht. Also der Teig ist schon mal richtig geil. Ja. Hat schon was. Ja, die lasse ich noch ein bisschen länger drin. Mhm. Richtig lecker. Oh. Bisschen auskühlen lassen ist auch kein Fehler. Mhm. Leute, die schmecken richtig geil.
Ein bisschen mehr rum hätte sein können, aber geil. Funktioniert. Bratapfelküchle funktionieren. Als nächstes probieren wir dann hier gleich die Bananen. Mhm. Ist so der Leben. Bei den Bananen haben wir jetzt ein bisschen quasi bisher ein bisschen abgekühlt sind und noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Also sie fühlen sich schon innen weich an. Mmh. Herrlich. Außen der Teig knusprig, die warme Banane lecker. Das ist geil. Ja. Aha, du hast das Küchle auch schon hergelegt. Mhm. Das machen wir nachher auch noch. Und die Bananen drin sind auch richtig lecker. Mmh. Herrlich. Wird auch mal in Mehl gewendet, in Teig rein und dann in die Fritteuse. Jo. Und wenn wir das probieren, sehen wir uns wieder. Im Moment ist der Rest in der Fritte drin. Von den Bratapfelküchle. So Freunde, der Mini Chino oder wie das Ding heißt, das Küchle ist auch fertig. Und sieht's gut aus? Oh. Dann schnapulieren wir das jetzt auch noch, bevor es ans Resteessen vom letzten Video geht. Den Fleischtopf. Der schmeckt übrigens am nächsten Tag noch viel besser. Gut. Mhm. Ist halt jetzt eine fettige Angelegenheit. Aha. Aber mit dem Teig außenrum auch sehr lecker, ja. Oh. Erstmal runter, sehen wir uns nachher zum Fazit. Genau. Tja Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Eins von weg. Die Fritteuse 1600 Watt. Meine persönliche Meinung dazu, mangelhaft, absolut ungenügend. Aber die kommt noch im nächsten Video nochmal vor und danach wird sie sauber gemacht, eingepackt und wandert zurück. Also das Ding ist lump. Hoffentlich klappt es morgen mit dem Video, was wir vorhaben. Fried Chicken. Gut. Fazit zu dem Essen. Diese Bratapfelküchle waren wirklich sehr lecker. Ja. An dem Füllteig könnte man noch etwas arbeiten, um den noch leckerer zu machen. Also sprich ein bisschen mehr Rum rein, dass der auch richtig zur Geltung kommt. Oder Rumaroma. Ja. Doch. Aber ansonsten, wenn man es einmal raus hat, wie man die zu handhaben hat, also sprich, reinschmeißen in den Teig, rausholen, Finger und dann in die Fritteuse oder auf den Löffel und dann in die Fritteuse, dann funktioniert es wunderbar. Dieser sogenannte Schmalzkuchenteig, etwas flüssiger gemacht, hat auch wunderbar geklappt. Also da bin ich wirklich erstaunt und höchst zufrieden. Das stimmt. Frittierte Banane kennen wir ja alle vom Chinesen, also beim chinesischen Essen. Als Nachtisch, genauso lecker, wie sie da immer waren, waren die auch. Richtig geil, außen knusprig, innen weich, muah, wunderbar. Das Mini-Chino-Küchle da hat auch funktioniert, hat geschmeckt, aber machen würde ich die Küchle jetzt nicht mehr. Nein. Frittiert. Ja, deine Meinung dazu? Es war alles gut. Nicht bloß wieder anschließen, sondern richtig sagen. Ja, ich finde es gut. Ich fand das gut, das Essen. Was soll ich denn dazu sagen? Jo. Die Bratapfelküchlein waren richtig lecker. Habe ich mir nicht gedacht, dass es so gut, gut geschmeckt hat.
Und die Bananen waren auch richtig lecker. Und die Küchleiner. Ja, man kann es essen, aber es gibt Besseres. Richtig. Ja, in dem Sinne, Leute, sage ich mal, Tschaikowski, bis zum nächsten Video Fried Chicken. Und ja, ich hoffe, dass das mit dieser komischen Fritte funktioniert. Jo. Ciao. Däumchen nach oben nicht vergessen.